Willkommen zu diesem Vlog von der Frankfurter Buchmesse. Wir haben heute Dienstag, beziehungsweise wir haben schon Mittwoch, wir haben hier schon, lass mich gucken, 0 Uhr, kann man nicht sehen, 0 Uhr 6. Und das heißt, in ein paar Stunden geht es los nach Frankfurt. Ich bin mega aufgeregt. Wie ihr seht, habe ich da schon was gepackt. Das muss ich noch einpacken, beziehungsweise muss ich morgen früh einpacken, weil ich das morgen noch brauche teilweise. Und ja, es sind halt so Sachen wie Klamotten, Portemonnaie und sowas. Und ja, dann geht es auch morgen schon los. Ich bin aufgeregt, sehr aufgeregt. Dann holen uns morgen Thorsten und Annika ab und dann fahren wir zum Messe. Falls ihr es noch nicht wisst, wir sind mit, also Markus und ich sind mit Thorsten und Carina in einer WG in Frankfurt und das wird einfach so genial. Es wird einfach eine geniale Zeit und ja, dann sehen wir uns morgen früh wieder, beziehungsweise bei euch jetzt gleich, aber ich bin jetzt müde und ich habe Angst, dass ich irgendwas vergessen habe, aber egal, ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht. Und damit guten Morgen. Oh mein Gott, es ist soweit. Es ist Messeanreisetag und ich gehe gerade zu Markus. Lukas hier. Das ist wo ich bin. Specky, Pecky, Lecky, Lecky. Alles klar. Wir warten jetzt auf den lieben Thorsten und auf die liebe Annika, die etwas Verspätung haben. Wissen die schon, dass die etwas später losgefahren sind? Nee, Thorsten und Annika sind ein bisschen verspätet losgefahren. Und dann werden wir gleich abgeholt und dann geht es noch. Ja, oh, halt doch deinen Bubble. Auf jeden Fall fahren wir dann nach Frankfurt. Du bist der Einzige, der hier Bubble im Mund hat. Diesmal habe ich Kaugummi drin, aber es ist ein Vlog, das darf ich. Guck mal hier. Ich habe mein Ding vergessen, ich muss gleich nochmal nach Hause. Aber ja, egal. Haben wir jetzt Zeit. Und da sind wir. Hallo. Essen. Lecker. Das ist unsere Wohnung. Mit einem Fernseher natürlich. Belichtung ist ein bisschen dunkel, aber das ist der Thorsten. Und da ist dann noch ein Wohnbereich. Schön, ne? Da ist die Dusche. Mit Sauna. Ja, aber nicht funktioniert. Und ja. Wir holen jetzt gleich die Carina ab. Und dann geht's ab. Carina ist hier! Hey! Und da ist Thorsten. Und wir fahren gerade einkaufen. Und wir werden. Was hast du gemacht? Siehst du das? Das hab ich mir gerade hinten weggeklappt. Achso. Oh mein Gott, du hast City of Fall Angels dabei. Liest du das gerade? Nee, ich wollte es zum Signieren mitnehmen, aber guck mal, was mir passiert ist. Was ist? Schokolade! Was ist das? Das ist Schokolade. Oh mein Gott. Hallo und herzlich willkommen. Kann ich losgehen? Ja, okay. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind Markus. Hey, hey, Toto. Wir haben uns jetzt alle ein Jahr nicht gesehen. Das stimmt nicht. Thorsten habe ich im Januar gesehen. Aber in diesem Jahr. Wir haben uns zwischendurch auch schon mal gesehen, aber nicht in Frankfurt. Sag mal, gebe ich hier eigentlich aus dem Bild, wenn ich so sitze? Und in diesem einen Jahr hatte jeder von uns Geburtstag. Und deswegen bekommt jetzt jeder von mir ein Geburtstagsgeschenk. Und wir sind ja so richtig als Trottel da. Ja, weil wir wussten davon nämlich gar nichts. Weil, Dankeschön. Dankeschön. Wir machen erstmal auf, bevor ich bedankt. Nein, da ist nicht drin. Oh, ihr seid süß. Oh. Okay, Thorsten, fang an. Soll ich das für Lesezeichen halten? Ach, das ist ein Lesezeichen? Ja. Das ist verklebt. Nein! Das ist ein Agatha Christie-Roman! Ja! Agatha Christie und dann noch diese supergeile Ausgabe. Ja, danke schön. Ein Fall für. Wow! So. Ich? Okay, Lesezeichen. Lesezeichen kann man nie genug haben.
veränderst. Du schmeißt alles gleich runter. Oh mein Gott, Sherlock Holmes! Geil! Wer besten Handy-Klingel? Meins, egal. Okay, dankeschön! Das sind so Rätsel oh, drin. Geil, geil! Ja, ja, mach erst du. Kommt Markus. Achso, ja, du lässt schon an. Ich hab zwei. Oh Mann. Was denkst du so? Wieso ist dieses Buch so dick? Ja, werde ich nie im Leben schaffen. Carina, warum gibst du so viel Geld? Was ist denn ein... Das finde ich aber auch, Carina. Das ist dann ja. Das Hausbuch des deutschen Witzes. Ja, da kann ich noch ein bisschen lernen, ne? Ich wollte das sagen. Damit die Tour jetzt auch weiterhin wunderbar Content für euch produzieren. Guck dir das mal an. Jeden Morgen. Guck dir das mal an. Ey, wie cool. Mit Farbe. Oh, das riecht so. Oh mein Gott, ich mal. Oh, es riecht nach Gummi. Carina ist die Beste. Ja. Achso, danke. Oh mein Gott. So, ah, ja. Wir gehen jetzt Abendessen kochen. Oder für Carina mit Essen. Essen. Kamera Inception. Essen. Was gibt's denn heute? Wer hat gekocht? Markus hat gekocht. Wer hat den Salat gemacht? Carina hat den Salat gemacht. Oh, das sieht ja lecker aus. Nudeln mit Käse. Sahnesoße. Carbonara. People's in the hood. Da ist Carina. Carina ist am Schneiden. Ça va? Ça va bien? Oui, oui. Guten Abend. Guten Abend. Und da ist Thorsten wieder am Handy. Du kannst dich sogar sehen. Was? Du kannst dich sogar sehen. Wo? Oh. Dein Ernst? Ohne Brille kann ich mich doch nicht sehen. Da. Oh, jetzt sehe ich mich. Und ich glaube, Markus müsste in der Küche sein, wie immer. Markus, bist du in der Küche? Hä, wo ist... Bin ich jetzt blöde? Wo ist der Markus? Am Klo. Ah, hallo Markus! Ich denke, du bist in der Küche. Nee. Unser erster Tag ist vollbracht. Wir haben jetzt schon über 12 Uhr. Ich weiß nicht, ob ich das... Was soll man sonst sagen? Nach 12 Uhr so. Carina lädt das Video jetzt schon hoch. Also guckt auf jeden Fall vorbei. Und das war's für heute erstmal. Und bis morgen.